Das ist der Labyrinth-Teil, deshalb lache ich so laut. Ruf die Schein, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Diversity 2 in einem unheimlichen Labyrinth. Guten Tag. Und wir haben keine Ahnung, wie wir hergekommen sind, warum wir hier sind, warum da ein Creeper ist. Warte, ich am Bogen. Aber dann vorbeirennen, ist da eh viel schneller. Oh, die Sackgasse. Kann er nicht explodieren? Nein. Oh, das ist total random. Vor allem, das ist immer noch der Survival-Part, wie umfangreich der einfach geworden ist. Ja. Im ersten Teil war ja so ein bisschen crafted, dies crafted das, und das ist einfach so. Vor allem, wir haben diesen Zombie-Kopf so random gefunden. Ich möchte ehrlich gesagt erstmal rüber. Aber was, wenn wir nach unten müssen? Alter, nicht, dass wir das nicht wiederfinden, Dude, komm zurück. Ich will jetzt erstmal so. Potion of Night Vision. Hä, hey, wir haben doch die Fackeln, wir finden das wieder. Ja, wir haben doch die Fackeln, wenn alles voller Fackeln ist, sind nirgendwo Fackeln, verstehst du? Ja, okay. Einfach ein bisschen fallen lassen. Oh, hier sind. Das ist nämlich die nächste Ebene, da möchte ich ehrlich gesagt noch nicht hin. Wieso noch nicht? Was ist hier denn? Ja, keine Ahnung, ich will erstmal oben alles erkundet haben. Im Ernst? Ja. Vielleicht finden wir Epic Stuff oder Epic Loot. Alter, man findet nichts so richtig Sinnvolles da oben. Potion of Night Vision. Was weißt du denn, was dir am Ende noch kommt? Ja, mehr als du, weiß ich. Jetzt warte doch bitte auf mich. Tu ich doch. Ich töte nur Monster. Wie ist hier das? Hier drin verhungert man doch übrigens. Hä, hey, wieso? Ich habe auch keinen Hungerbalken verloren. Ich aber. Lol, hier ist ein unsichtbarer Boden. Ich weiß. Ich spüre die Diamantspitzhacke des Todes. Kein Schwert? Nö. Wie viele Marker hast du noch? 40. Ich hab noch 9. Oh, hier vorne gibt's mehr Marker. Alter, what the fuck, wo sind wir denn hier reingeraten? Jetzt rennst du ja auch einfach durch. Vorne sind übrigens noch mehr Marker gewesen. Ja, du ich will einfach erstmal den Seitengang hier holen. Sackgasse. Sackgasse. Wo sind wir denn hier gelandet? Aber sind wir doch im Nether? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Oh, hier sind mehrere Stacks fallen. Was zu essen wäre nice. Warte, hast du Lebensenergie verloren? Ja, los. Nochmal. Nein, das ist aber wirklich. Hauptsache, du isst einfach was. So, jetzt kann Geralt Shine Like a Diamond machen. Wow. Ja, der macht Schaden, das ist ein Power 3 Bogen. Das ist ein Sniperbogen. Deswegen sag ich ja, go out of the way. Geralt macht das schon. Wie viel Schaden hast du gemacht? Keine Ahnung. So, hier waren wir schon. Ordentlich auftauchen. Oh, so. Vor allem ich dieser Labyrinth ist irgendwie auch so unnötig. Wie bitte? Ja, vor allem. Einfach dieses Schild dazu, dieser Zombie-Kopf und. Keine Ahnung. Zombie-Head can be placed on block of emerald. Steht da noch drunter. Ja, ich weiß. Ich verstehe auch nicht, was das bedeuten soll. Hast du auch einen Zombie-Kopf? Ja. Woher? Aus der Kiste genommen. Ach, da waren zwei? Keine Ahnung, da war einer drin, als ich reingeguckt habe. Ja, bei mir auch. Ey, ich kann nicht sprinten, nicht schwimmen. Warum kannst du nicht sprinten? Weil ich Hunger habe. So, du verheimlichst einfach deinen Karottenvorrat von mir. Hä, das ist quasi der geheime Lunchvorrat. Hier ist noch Chain Leggings drin. Das ist quasi der. Ja, die krieg ich. Nein, hab ich. Junge, wie viele Rüstungsdinge hast du? Muss ausgeglichen sein. Ich habe anderthalb
anderthalb fehlen mir. Ja, mir fehlen 5. Jetzt fehlen mir 3. Ja, jetzt habe ich viel zu viel. Richtiger Plebs bist du. Okay, das ist auch. Also wenn es hier mehr als 3 Ebenen gibt, dann finde ich es blöd. Ja. Das ist jetzt schon zu viel. Hier wird Spielspaß neu definiert. Ich meine, es ist ja nicht mal langweilig, aber es ist halt so random. Ja, aber ohne Speed würde ich am Rad drehen. Ja, ohne Speed wäre es auch richtig scheiße. Also erstmal immer die Verzweigung abgehen. Ja. Hier ja. Waren wir scheinbar schon. Da fuck. Hier ist eine Druckplatte. Hier ist ein Portal. Ist das gut oder schlecht, das Portal? Ich hab keine Ahnung. Creeperhead. Ah, wir sammeln die ganzen Köpfe und am Ende kommen wir die irgendwo rein. Oder? The fuck? Ist das der gleiche Ausgang? Ja, ne? Ja. What the fuck? Can we place some block of redstone? Ja, das ist irgendwie so ein... Am Ende stehen wir vor so einem Ding, müssen da alle Köpfe drauf tun. Ja, das ist auch total random. Wartest du mal bitte auf mich? Ja. Bist du? Wo bleibst du? Hallo? Ach, da. Hallo? Sackgasse. Bam, MVP. Was meinst du? Es passt einfach überhaupt nicht zu Survival, jetzt so ein scheiß Labyrinth hinzumachen. Ja, ich versteh's halt nicht, ist einfach so. Jo. Warum bauen wir uns eigentlich nicht einfach durch die Decke durch oder so? Ich will es ja schon machen. Also es scheint ja irgendeinen Sinn zu haben. Ah, hier kommen wir jetzt wieder hoch. Ins gelbe Level. Ach, gelb ist wahrscheinlich das nächste Level. Wir müssen wahrscheinlich 4 Stück machen. Oder 5. Ja, was kriegt man denn am Ende hiervon? Ich meine, ich will die Map halt im ganzen Ausmaß schon erleben, ne? Aber irgendwie nicht so. Gut, so. Ja. Was ist das für Viecher? Ja, die Pfeile kannst du mir lassen, ne? Du wirst eh genug. Kann ich genug Pfeile haben? Das ist wissenschaftlich erwiesen. Oh, dann meinen krassen. Spring bitte nicht so rum, wenn du da rumrennst, okay? Bleib einfach lieber einfach stehen, damit ich dich treffe. Bone und Spawn Wolf. Wir können uns beide einen Wolf holen. Okay. Gibst du mir mal einen Wolf? Ja, ist noch einer drin. Ich glaube, du musst das Spider-Ei. So, komm her, Wolfi. Hab einen Wolf. Komm mit, Hasso. Kann doch eh nicht mit einem Schritt halten, oder? Natürlich, der portet sich doch. Teledoc. Teledoc. Teledoc, dö. Klingt wie so richtig schlechte Fernsehserie aus den 80ern. Ja. So, let's go weiter. Es ist so. Es ist so ein Teledoc. Teledoc. Jetzt rennst du da. Alter, wir kommen Teledoc. Von da, ne? Nein, tun wir nicht. Da waren noch keine Fackeln. Nicht die Hunde! Nicht die Hunde! Die sind fett Eisenrüstung. Ja, gib mir mal die Hose davon. So. Der mit raus ist. Oder sind wir vielleicht schon im Labyrinth-Teil angekommen? Du meinst, dass ich einen Bug irgendwie. Nein, dass du uns quasi einfach random im Nether da reingebaut hast. Das kann doch sein. Das wäre einfach richtig witzig. Gibt es denn einen Labyrinth-Teil? Ja! Das wäre so unglaublich witzig. Ich glaube, das ist nämlich der Labyrinth-Teil. Aber was, ey, das trifft, ey, Leute, aber was sollte denn dieses Na, wir haben den Kopf. This is awkward. Was? Ich weiß es nicht. Scheinbar war ihm ja bewusst, dass man das finden kann. Ja. Außerdem hätte er es dann doch einfach komplett in Bedrock einbauen können.
Aber wir zerschießen uns dadurch nichts. Also wenn wir da nicht irgendeinen Survival-Fortschritt denyen, dann skippe ich das einfach, das Survival-Ding. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Dann rät ich mich damit nicht. Einen Survival-Fortschritt denyen. Hab doch die Skette hauen vom Hund ab, what the fuck? Na. Sackgasse. Das ist der Labyrinth-Teil, deswegen lach ich so laut. Das würde halt überhaupt keinen Sinn machen, für einen verdammten Survival-Part ein Labyrinth zu bauen, ne? Ne, überhaupt nicht. Wo ist das Skelett? Im Place on Block of Gold. Ja, aber er benutzt ja schon bei Nether-Portale, ne? Aber wo ging es jetzt hier raus? Wir hatten doch schon den Ausgang in die nächste Ebene gefunden. Ich kann nicht mehr sprinten. You need food? Ja, ich habe auch irgendwie nicht mehr Speed. Irgendwie war ich... Ich hab Speed. Ja, ich brauche. Links. Wartest du mal? Ja, wieso? Ich warte auf dich am Marker-Acquirer. Da holst du wieder Speed und dann geht's weiter. Ja, scheiße, wir hätten uns merken müssen, wo die Leiter ist. Ich weiß, wo die Leiter ist. Hast du ja dann einen Orientierungssinn? Ja, die ist hier rechts. Also entweder hier oder noch ein weiter. Ne, noch ein weiter. Ich geh zuerst. Da. Au! Why are you hitting me? Weil ihr rennt natürlich direkt immer an der falschen... Waren wir hier nicht schon? Grün? Nein. Doch, wir waren schon in grün. Nein, wir waren noch nicht in grün. Ja, ganz am Anfang waren wir in grün. Stimmt. Hier ist ein Diamantschwert. Ja, da gibt... Du hast den Bogen schon. Ich habe nur ein Steinschwert, was gleich kaputt ist. Ja, aber warum ist hier dann noch nichts ausgeleuchtet? Ich meine, nur wir waren schon in grün. Ich habe nicht gesagt, dass wir hier waren. Ich frage mich halt einfach, wie viele Ebenen es gibt. Also kommt mir das Ganze etwas, weiß ich nicht, perplex vor. Etwas unkoscher? Nicht perplex, sondern etwas, weiß ich nicht, merkwürdig. Ich sag dir, das ist der Labyrinth-Teil. Das ist dann aber mega schlecht von dem gebaut irgendwie. Nee, du kannst es ja nicht anders machen, du kannst ja nur einen Nether maximal zur Verfügung. Ja, aber warum baut er dann das nicht komplett so in Bedrock ein? Hat er ja! Wir haben ja jetzt quasi ein paar Knöpfe da reingesetzt. Ja, aber warum setzt er denn diesen scheiß Knopf da hin? Keine Ahnung. Also der Vorteil ist, wir haben natürlich saugutes Equip dafür. Ansonsten müssten wir halt hier wie mit fast gar nichts rumrennen. Stimmt, sonst hätten wir... Das ist zumindest meine Theorie. Ja, aber wenn wir jetzt gleich... Wenn wir das jetzt angenommen, wir schließen den Labyrinth-Teil jetzt ab, ja, dann gehen wir wieder zurück in den Survival-Part. Nein, dann skippen wir den Survival-Part einfach. Man kann ja eins skippen. Das finde ich ja unfair, können wir jetzt aber die Sachen cheaten. Wieso? Ja, wir hatten das ja eigentlich. Ja, trotzdem. Das ist ein Fehler vom Architekt. Ja, wir haben es ja quasi geschafft. Das meine ich. Hier ist die nächste Ebene. Wo? Ja. Wo bist du denn? Hier. Gut, da brauchen wir noch den Kopf, ne? Hier ist ein Netherportal. Ja, was denn sonst? Ja, aber. Merkst du was? Es sieht aus, als sollte es hier nicht sein, meinst du? Ja. Aber dann direkt noch ein Zombie-Kopf. Das wird der gleiche sein, quasi. Die sind ein bisschen asynchron heute, ist cool. Ja, wir waren doch schon in der Ebene quasi. Vielleicht werden die immer resettet oder so? Nee, ich glaube nicht. Das macht ja wenig Sinn. So, wieder zurück. Und hier hoch. Ah, hier. Warte, wait for me. Links und wieder links. Und dann? Ich bin in der blauen Ebene. In der blauen Ebene war aber definitiv noch nicht. Ja. Es bleibt eigentlich noch für übrige Köpfe. Weiß nicht, Skelett-Skull haben wir noch nicht. Squid-Skull. Squid-Skull, Alter, was geht bei dir ab? War knapp. Ich liebe diesen Bogen, Alter. Macht das Spaß? Das ist voll geil. Jetzt du Pfeile, dann snipe ich einfach alles weg. Packe nicht Pfeile.
Rechts geht's zum Ding. Ich renn's aber nur noch durch. Ich kann nicht mehr sprinten. Truhe. Mit ganz viel Brot. Hast du die mehr als. Wie viel hast du jetzt genommen eigentlich? Ich hab 4 genommen, das eins mehr. Weil du irgendwie aus dem Grund mehr Hunger verliert als ich. Aber ich schwere Rüstung trage. Ich sag dir, das ist der Labyrinth-Teil. Aber der hat da irgendwie keine Warnung rangehängt, der Bastard. Jetzt frage ich, ob hier überhaupt die Difficulty an sein soll. Aber eigentlich ja, oder? Ja, sonst würde er doch keine Waffen verteilen. Ja, gut, das stimmt. Und die Kiste. Was ist da drin? Steaks! Aber Steaks, das reicht locker für ewig. Chill doch. Well, this is awkward. Soll das passieren? Darf das passieren? Ich weiß es nicht. Lass uns mal weitergehen. Wir haben nichts gesehen. Was gibt es so breaken gerade aber die komplette Map? Aber ohne dabei kriminell vorzugehen. Aber wir haben noch nicht den blauen Kopf, ne? Weil hier ist der Aufgang. In der lila halt Ebene. Irgendwie merken oder so? Ja, ich versuch's. Ah, deshalb, das jetzt erklärt es auch, warum wir auch am Anfang erst runtergegangen sind, weil grün war gar nicht als die unterste Ebene angedacht. Verstehst du? Wahrscheinlich. Wäre natürlich jetzt scheiße, wenn wir die erste Ebene verpasst haben aus irgendeinem Grund. Cheat ich mal auf den Kopf, krieg ich nix. Da könnte ich nix. Wenn du nur nicht weißt, was ein Kopf verlangt wird. Ja, halt der Fuckkopf, der noch fehlt. Und der Kopf, der noch fehlt. Ja, es gibt doch nur eine begrenzte Zahl an Köpfen. Na gut. Ansonsten hol ich mir halt alle und probier durch. Oh, Gold, Rüstungszeug. Ein bisschen uninteressant. Setz dir eine Krone auf. Nein. Ich will deine Rüstung. Apropos deine Rüstung, wollen wir mal die Folge beenden? Okay. Also, gönn euch ein Abo und lasst bleiben. Bis zum nächsten Mal.